Ein farbenfrohes Blütenmeer lässt den Leonberger Pomeranzengarten erstrahlen. Von Heinrich Schickert entworfen und gebaut, erinnert er unterhalb des Leonberger Schlosses an die Zeit der Renaissance. Und an Sibylla von Württemberg. Nach dem Tod ihres Ehegatten, Herzog Friedrich I., hatte sie sich aufs Schloss zurückgezogen. Sibyllas Sohn war es, der dann in ihrem Namen die Errichtung des Gartens in Auftrag gab. Herzogin Sibylla hatte sich schon zu Lebzeiten ihres Mannes sehr für Botanik interessiert, vor allem für Kräuterpflanzen und Heilpflanzen. Bereits im Frühjahr ist der Leonberger Pomeranzengarten ein Augenschmaus. Im Mittelpunkt Zwiebelblumen und Tulpen, Duft, Gewürz und Heilpflanzen. Im 17. Jahrhundert ist dieser traumhafte Garten Sibylla und ihrem Hof vorbehalten. Heute ist er offen für alle und das kleine Lustgärtchen ist beliebter denn je. Der Pomeranzengarten ist ein einzigartiges Kleinod, welches Besucher aus nah und fern zu einem Ausflug nach Leonberg einlädt. Im Sommer mittendrin der Namensgeber, die Pomeranze, eine exotische Zitrusfrucht. Der Garten eine in Süddeutschland einzigartige Sehenswürdigkeit, die man selbst erlebt haben muss. 400 Jahre Pomeranzengarten, ein Jubiläum, das gefeiert wird, mit einem wahren Veranstaltungsreigen, mit Führungen, Vorträgen, Lesungen und vor allem mit Musik. Herzogin Sibylla verfolgt das Interesse mit Stolz. Und wenn sie durch den Pomeranzengarten schreitet, weiß der Betrachter gleich, warum die Renaissance als Blütezeit der Leonberger Stadtgeschichte gilt. 400 Jahre Pomeranzengarten in Leonberg. Sehenswerter kann Geschichte nicht sein.